Wir bringen Ihnen das Interessanteste und Aktuellste in Bild und Ton. Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Cineastischen Monatsrückblick. Ja, ihr Lieben, ich habe diesen Monat wieder fleißig Filme geschaut und diesmal mehr als mir lieb war, weil ich habe wirklich einen Rekord gebrochen bisher von den ganzen Monatsrückblicken, denn diesen Monat habe ich tatsächlich 49 Filme geschaut. Ich war am Überlegen, ob ich noch einen Film gucke und mich dann die 50er-Marke knack, aber ich habe mir dann gesagt, naja, lass mal nicht auf Krampf, das muss nicht sein. Hintergrund ist, normalerweise schafft man so 20 Filme im Monat. Das ist so der Satz, wenn du am Wochenende guckst, meistens dann so abends drei Filme, also jedenfalls so Freitag, Samstag, Sonntag, dann so abends ein Film und dann vielleicht nachmittags nochmal so ein, zwei Filme an den beiden Tagen, Samstag, Sonntag. Ja, das war leider in diesem Fall nicht der Fall, denn ich hatte zum einen zwei Filmmarathons gemacht. Ich hatte ja schon mal erzählt, das mache ich zwischendurch, da gucke ich dann nur Filme das ganze Wochenende. Und ich hatte auch das Pech gehabt, dass ich gesundheitlich ausgefallen bin. Das heißt, ich war 14 Tage krankgeschrieben und konnte nicht viel machen. Und dementsprechend konnte ich natürlich viele Filme gucken. Und ich muss sagen, es war wirklich viel. Und es war schon ein bisschen krass nachher. Also es war schon ein bisschen heftig. Aber nichtsdestotrotz, es hat trotzdem viel, viel Spaß gemacht. Und ja, ich möchte euch eigentlich auch gar nicht vorenthalten, was ich hier jetzt oder euch jetzt hier vorstellen und vorenthalten, was ich denn so alles geschaut habe. Ja, angefangen habe ich mit einem Film aus den 70er Jahren, mit einem Katastrophenfilm. Das war der Film Erdbeben mit Charlton Heston, Ava Gardner und Lorne Greene. Lorne Greene kennen alle ja noch als Ben Cartwright von Bonanza. Der spielte hier den Schwiegervater von Charlton Heston und seine Tochter war Ava Gardner, die allerdings nur 7 Jahre jünger war als Lorne Greene. Das passte irgendwie mit der Tochter nicht so ganz. Ich fand das persönlich ziemlich schräg. Ansonsten ist der Film relativ gut gealtert, muss ich sagen. Er hat also für die damalige Zeit die Trickeffekte, die können sich heute auch noch sehen lassen. Natürlich hast du heute mit digitalen Sachen mehr Möglichkeiten. Und auch dramaturgisch war der Film relativ gut aufgebaut. Von daher kann ich sagen, ein gelungenes Filmwerk. Kann man ganz ehrlich so sagen, ist ein gelungenes Filmwerk. Filmklassiker auch im Grunde genommen. Aber wie gesagt, ich habe ihn als DVD und es reicht vollkommen. Ich muss jetzt nicht ein Mediabook von haben oder eine Blu-ray. Er reicht vollkommen, aber ist trotzdem immer noch sehr schön anzusehen. Das muss man der Fairness halber auch dazu sagen. Ja, danach ging es dann weiter. Als nächstes habe ich gesehen einen Film mit Jean-Paul Belmondo. Ich bin ich will nicht sagen großer Belmondo-Fan, aber ich bin schon ein Belmondo-Fan. Ich mag viele seiner Filme, gerade aus dem Krimi-Thriller-Action-Bereich. Aber auch aus den Komödien. Es gibt drei wundervolle Komödien, die er gemacht hat und die ich einfach nur begeisternd finde. Und dazu gehört dieser Film auch, nämlich der Film Der Unverbesserliche. Der Unverbesserliche ist ein Film, in dem er quasi einen Ganoven spielt, der alles und jeden verkauft. Es ist einfach eine super Geschichte und man kann den Film eigentlich gar nicht so erzählerisch wiedergeben. Man muss ihn einfach gesehen haben. Ist toll, ist super. Also ich persönlich mag den Film sehr. Und für mich war völlig klar, ich habe den mir ja aus der Filmbörse Neuss natürlich geholt, da kriegte ich ihn endlich, weil er war ja lange Zeit auf DVD auch nicht zu haben. Oder ist nicht mehr zu haben oder kaum zu haben. Und dann habe ich mir zugelegt und konnte ihn endlich mal wieder in vollen Zügen genießen. Denn das letzte Mal hatte ich ihn im Kino gesehen, in einem Programmkino damals, irgendwann in den 80er Jahren. Ja, ein schöner Film aus dem Jahre 75. Und hervorragend. An seiner Seite spielt unter anderem Genevieve Bouillot. Die kennen wir auch aus Erdbeben unter anderem. Da spielt sie auch mit, aber sie spielt auch im Film Koma mit Michael Douglas als eine der Ärztinnen, deren Freundin da für Organtransplantationszwecke verwendet wurde und sie will das mit aufklären. Und spielt natürlich auch in diesem Film die Bewährungshelferin von Jean-Paul Belmondo. Und was am Ende nachher da rauskommt bei dieser ganzen Komödie, das ist einfach nur fantastisch. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, der macht unheimlich Spaß, der Film. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Der Unverbesserliche. Toller Film. Ja, als nächstes ging es dann weiter mit dem Film Poseidon. Das ist ja das Remake von Die Höllenfahrt der Poseidon. Hier unter der Regie von
Jetzt vergesse ich wieder Namen, Schall und Rauch. Wir haben das wieder. Wolfgang Petersen, jetzt habe ich das. Dauert manchmal ein bisschen. Bin ja halt schon ein bisschen älter, ne? Von Wolfgang Petersen. Das Interessante war, dass der Film gegenüber dem Klassiker 1:1 umgesetzt wurde. Das war schon mal gut. Was nicht so gut war, war, dass man die Charaktere nicht weiter beleuchtet hat. Das war bei dem Film 1972 wesentlich besser ausmanövriert und ausgestaltet, als das hier der Fall war. Hier war das so das typische Klischee, dass dem Zuschauer alles erzählt werden muss. Das ist ja auch so ein Problem mit neueren Filmen, deswegen gucke ich die kaum oder ungern. Man versucht heute dem Zuschauer alles zu erklären, weil der Zuschauer einfach zu blöd ist, was zu kapieren. Mein Eindruck, den ich manchmal davon habe. Denn ja, hier, also auch wenn Größen da mitgespielt haben, wie Jeff Bridges oder eben halt auch Kurt Russell, Problem ist eben halt dabei, dass, wie gesagt, die Rollen waren relativ gut besetzt, aber man hätte aus den Rollen selber noch mehr machen können, fand ich. Ansonsten war es mir zu CGI-lastig, also zu viel Action-lastig. Es war nicht so eine Ausgewogenheit bei dem Film. Ansonsten war nicht schlecht, nettes Popcorn-Kino, kann man sich jederzeit angucken. Also schlecht war der Film als solches nicht. Aber er kommt natürlich nicht an den Klassiker von 1972 ran. Muss man ganz ehrlich so sagen. Ja, dann als nächsten Film hatte ich mir angeguckt einen fantastischen Film, einen Klassiker in Schwarz-Weiß, wo Ray Harryhausen die Spezialeffekte gemacht hat. Die Rede ist von Die Bestie aus dem Weltenraum. Die Geschichte von einer Rakete, die vom Planeten Venus, ist das, glaube ich, wiederkommt, ins Meer stürzt vor Italien. Alle Raumfahrer kommen um, mit Ausnahme eines Raumfahrers, der wird gerettet. Und ja, ein Junge findet einen Behälter, das im Endeffekt ein Ei ist, eine Lebensform enthält. Und ja, aus dieser Lebensform ein echsenartiges Wesen, das in rasender Geschwindigkeit wächst. So, jetzt nicht gerade so auf die Größe von Godzilla, also wesentlich kleiner, aber dann natürlich in Italien für Panik sorgt und überall irgendwo Auftauch und Zerstörung anrichtet. Das Militär wird auf den Plan gerufen, das übliche Prozedere, was wir bei Monsterfilmen ja so kennen. Und wie das ausgeht, will ich nicht verraten, könnt ihr euch dann mal angucken, weil ich will den Film hier nicht so sehr spoilern, weil es gibt viele, die den Film auch noch nicht kennen. Es ist ein schöner Film aus dem Jahre 1957, allerdings in Schwarz-Weiß, muss man dazu sagen. Aber ein wunderbarer Film. Ich sehe diese Filme mit den Spezialeffekten von Ray Harryhausen sehr gerne. Sie laden ein, auch zu träumen. Das ist das Schöne dabei bei diesen Filmen. Und ja, in diesem Fall war es dann eben halt so, das ist ein toller Science-Fiction-Schrägstrich-Monsterfilm, der sich sehen lassen kann. Also wer die noch nicht kennt, sollte sich darum bemühen, mal die DVD zu bekommen, denn es gibt ihn bisher nur auf DVD. Die Bestie aus dem Weltenraum. Ja, dann habe ich mir einen Film angeguckt, neueren Datums, die Killer-Elite, beziehungsweise Killer-Elite heißt der Film nur, mit Jason Statham und Robert De Niro. Ein Film, der ja, ein Profikiller, der eigentlich aussteigen will, aber nochmal für einen Fall reaktiviert wird und damit auch eine Spezialeinheit des britischen Geheimdienstes auf sich zieht. Ja, das ist 0815 Actionfilm, wie wir ihn heutzutage im Kino überall kriegen, aber ich sehe die Filme mit Jason Statham sehr gern. Nicht alle Filme sind unbedingt meine, wo ich sagen kann, die sind gut, die sind weniger gut. Aber in diesem Fall muss ich sagen, hat mir der Film sehr gut gefallen und auch Jason Statham sowie auch Robert De Niro spielen hier natürlich fantastisch. Killer Elite aus dem Jahre 2011. Toller, toller Film. Also, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ist ein guter Actionfilm, den kann man auch jederzeit mal wieder gucken. Also, es ist nicht so ein Film, den nur einmal gucken, dann ins Regal und das war's dann. Nein, nein, den kann man wirklich immer gerne öfter gucken. Nicht zu oft, aber öfter. Ja, dann habe ich mir einen Filmklassiker angeguckt aus dem Jahre 1966. Ein Film von Jean-Luc Godard. Nee, Quatsch, ein Film von François Truffaut, so muss ich sagen. Der Film Fahrenheit 451 mit Julie Christie und Oscar Peters in den Hauptrollen. In dem Film, das ist ein Science-Fiction-Film, der in der Zukunft spielt, da ist es verboten, Bücher zu lesen, weil Bücher verderben den Menschen, so die herrschenden Politiker. Und die Feuerwehr, die ausrückt, die rückt nicht mehr aus, um Brände zu löschen, sondern um die Bücher zu verbrennen. Die Häuser selber, die gebaut werden, sind aus feuerfestem Material gebaut. Und man muss ganz ehrlich dazu sagen, das ist so ein bisschen ein Film, der aus der Zeit gefallen ist. Er ist auf der einen Seite ein Zukunftsthema,
In den 60er Jahren war ja natürlich so, digitale Sachen waren noch nicht so in. Aber da waren so, da kannte man halt noch Bücher und so. Und der Film baut auch sehr gut auf diese Geschichte ein, diesen freiheitlichen Willen, um dagegen zu sein, weil die Leute werden mit Konsum und mit einem selbstgebastelten Fernsehprogramm werden sie, ich sag mal so, manipuliert. Sie sollen keine eigenen Gedanken haben. Und trotzdem gibt es Leute, die natürlich dann Bücher lesen und Bücher lesen wollen und natürlich auch Bücher horten und auch Bücher stehlen. Und das macht er nachher auch als Feuerwehrmann, dieser eine Feuerwehrmann, der dann heimlich Bücher liest, auch plötzlich dann dahinter kommt, dass Bücher eigentlich Freiheit bedeuten. Und Truffaut hat es hier sehr interessant gemacht, dass sie nachher in einem Haus entdecken sie eine riesige Bibliothek, die natürlich dann auch vernichtet wird. Und unter anderem wird dann auch das Buch Mein Kampf von Adolf Hitler so reingehalten, mehr oder weniger ins Bild. Und darauf wollte Truffaut anspielen, auf die Bücherverbrennung, die es 1933 in Deutschland gegeben hat, wo dann viele Autoren verboten waren. Heute würden es wahrscheinlich etliche Filme sein. Und das Thema selber ist nach wie vor, auch wenn es bei den Büchern heute weniger ist, ist das Thema immer noch sehr, sehr brandaktuell. Und eben halt das, was die Freiheit, was den Horizont erweitert. Dazu gehören Bücher, dazu gehören Filme, da gehört auch Kunst generell dazu. Also ein sehr, sehr interessanter Film. Es gab auch mal eine Neuverfilmung davon, die habe ich aber nie gesehen. Deswegen lässt sich das schwer vergleichen. Aber ein Film mit ähnlichem Thema, modernerer Natur, könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber der Film ist natürlich ein Klassiker aus dem Sci-Fi-Genre und Fahrenheit 451, ein wirklich großartiger Film, den ich jedem auch ans Herz legen möchte, sofern er die Möglichkeit und Zugriff auf diesen Film hat. Ja, dann habe ich mir einen Film angeguckt aus dem Jahre 1977. Ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen. Dieser Film ist ein Film über eine Frau, die an Schizophrenie leidet und davon geheilt werden möchte. Ich will dem Film nicht, ich will der Handlung nicht weit vorgreifen, weil er ist sehr, sehr sehenswert und ist im Endeffekt die Idee zu diesem Film, die hatte Roger Corman. Und die Idee zu diesem Film ist ihm entstanden, als er einen Flug über das Kuckucksnest mit Jack Nicholson gesehen hatte. Und in diesem Fahrwasser bewegt sich dieser Film. Grandios gemacht, ist also keine Kopie von Kuckucksnest, sondern ist wirklich ein eigenständiger Film von einer hohen Dramatik. Und für mich war es eine Erstsichtung. Ich habe immer mal früher im Kino natürlich diese Anzeigen gesehen, habe mich aber für solche Filme damals so noch nicht so interessiert. Dann hatte ich mir irgendwann die DVD zugelegt und gesagt, ja, die gucke ich dann mal und kam immer nicht dazu. Und jetzt bot sich die Gelegenheit an und dann habe ich mir, ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen, angeschaut. Großartiges Kino, wer auf gut gemachte Dramen steht, den kann ich diesen Film nur wärmstens empfehlen. Ja, danach ging es dann los, ging es dann weiter, auch mit einem Film aus dem Jahre 1957, mit einem Monsterfilm, und zwar mit Angriff der Riesenkralle. Alter Verwalter, war das eine Trashgranate. Alter, sowas habe ich noch nicht gesehen. Also, das ist mit einer mit Abstand, wobei nicht ganz. Also, bis zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Film gesehen hatte, habe ich gedacht, das ist der mit Abstand suspekteste Monsterfilm, den ich je gesehen habe. Also ein riesiger Geier aus dem Weltall, der irgend so eine Metallkonstruktion, also so ein Abschirmschirm hat quasi, womit er die Waffen und Bomben und alles das abwehrt, also quasi nicht zu töten ist. Es ist schon ein richtig hammerharter Film. Und dann, wie gesagt, mit Ziehharmonika-Hals und Punkfrisur, also der Typ, der Geier. Das sah so geil aus. Angriff der Riesenkralle. Ja, wie gesagt, ein krasser Film, muss man gesehen haben, um zu glauben, dass es wirklich solche Monster gibt. Es ist. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Hauptdarsteller Jeff. Das andere war Mara Corday und dann spielte noch Jeff. Den Nachnamen habe ich jetzt vergessen, der Hauptdarsteller davon. Der hat seine ganzen Freunde, Verwandte immer, wenn ein Film im Kino lief, eingeladen zu einer Kinopremiere. Er hatte aber bis zur Kinopremiere die Monsteraufnahmen nicht gesehen, die nicht von Hollywood gemacht wurden, sondern die nach Mexiko aus Kostengründen gegeben wurden. Und erst dann hat er das Monster auf der Leinwand gesehen und soll mit hochgeschlagenem Mantelkragen das Kino verlassen haben. Also das ist ein Film, den müsst ihr euch angucken. Ich habe Angriff der Riesenkralle. Das ist so ein hammerharter Film.
Trash pur vom Allerfeinsten, was man sich nur wünscht. Kann man nicht anders sagen. Echt klasse, das Teil. Ja, dann habe ich mir einen Stephen King Horror angeguckt. Zimmer 1408 mit John Cusack und Samuel L. Jackson. Ich kannte den Film vorher nicht, war für mich eine Erstsichtung und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schwer begeistert. Ein Film, der, wie gesagt, man muss eine Stunde in diesem Zimmer überleben. Einzige Möglichkeit ist nur der Tod, um da rauszukommen. Und den versucht natürlich John Cusack hier in diesem Film ein Schnippchen zu schlagen. Ich kann diesen Film nur wärmstens empfehlen. Ich bin ja mit Filmen neuerer Art. Der Film ist aus dem Jahre, jetzt muss ich nochmal gucken, aus dem Jahre 2007. Ich bin ja mit Filmen, auch gerade mit fantastischen Filmen aus neuerer Zeit, immer sehr vorsichtig. Weil viele Filme mir zu, wie ich schon gesagt habe, zu Action und nicht Action, aber so effektlastig sind, aber weniger am Schauspielerischen gearbeitet wird. Und das ist hier ganz anders. Also der Film ist richtig gut, Zimmer 1408. Der macht richtig, richtig Spaß. Und ich kann ihn wirklich nur jedem empfehlen, ihn sich anzugucken. Macht wirklich große Laune. Ja. Schöner Horrorfilm. Hätte ich nicht gedacht. Ja, dann habe ich mir einen Filmklassiker angeguckt, den ich auch noch nicht kannte, nämlich Die Vier Schädel des Jonathan Drake. Der Film war mir gänzlich unbekannt. Ich habe den dann, wie gesagt, in dieser einen dieser Anolis-Boxen, dieser Galerie des Grauens, gibt es ja mehrere von. Ich habe ab der zweiten habe ich angefangen zu sammeln, die erste habe ich leider nicht. In der neuesten jetzt Box ist der mit drin, Die Vier Schädel des Jonathan Drake. Und ich muss sagen, ich fand den sehr einfach gemacht, aber trotzdem sehr spannend. Das ist immer das Schöne bei so älteren Filmen, die du dir dann anschaust, wo du merkst, da ist die Stimmung stimmt, die Schauspieler stimmen, die Dramaturgie stimmt. Und wenn es auch nur einfache Mittel sind, aber das Ganze drumherum stimmt. Und das war bei diesem Film so der Fall. Deswegen hatte ich mir angeguckt, war für mich eine Erstsichtung. Ein schöner Gruselfilm, kein Horrorfilm, aber ein Gruselfilm. Die Vier Schädel des Jonathan Drake. Ja, geht um Voodoo-Zauber, geht um Schrumpfköpfe. Es ist schon interessant, also ein wirklich interessanter Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir gut gefallen. Dann habe ich mir einen Film angeguckt. Alter Verwalter, ist das ein Trash. Und ich muss dazu sagen, ihr wisst, ich bin Trash-Liebhaber. Ich mag Filme, die schräg, schrill und am schrillsten sind. Das wisst ihr. Aber das Ding, das kostet wirklich Nerven. Selbst für den erfahrensten, für den abgefucktesten Trash-Fan, der Film kostet Nerven. Die Rede ist von Terror Serpent. Terror Serpent ist ein Film, da geht es um einen, wie soll man sagen, es geht darum, dass ein Wissenschaftler eine Box erfindet, wodurch Blitze Tiere und Menschen vergrößert werden können. Also Naturpflanzen und Tiere können vergrößert werden in dieser kleinen Box oder in dieser relativ stabilen Box. Ne? Also Blitze, die dann das Wachstum anfördern, schon mal so viel. Und irgendwann ist eine Gangsterorganisation dahinterher, eine Geheimorganisation, die will das unbedingt haben. Und diese Geheimorganisation jagt die Wissenschaftler, tötet die auch alle. Und diese Box verschwindet auf einmal. Die wird so schnell bei einem Unfall oder vor einem Unfall wird sie noch in ein Gebüsch geschmissen. Das findet ein kleines Mädchen, hat ihre super intelligente Hausschlange, was auch sonst. Ne? Andere halten sich Hamster und sonstige Sachen. Sie hält sich eine Schlange, packt die da rein. Die wird natürlich riesengroß, wird ein richtiges Monster. Immer größer, immer größer, immer größer, immer größer. Also hier so à la Godzilla-Größe. Und fängt dann an, ganz Hongkong da irgendwie zu zerlegen und bis zum Schluss das Schicksal aller Monster erreicht wird, irgendwann dann gestreckt wird. Die Trickaufnahmen sind das Billigste vom Billigsten vom Allerbilligsten. Aber das ist nicht das Problem, weil das macht den Film ja gerade wieder charmant. Was das Schlimme an dem Film ist, ist dieses Mädel. Da gibt es dann ein Mädchen, die ist wie heißt sie noch? Mi Ling oder Mi oder Pi oder sie hat oder Pi heißt sie irgendwie, ich habe keine Ahnung, ganz merkwürdiger chinesischer Name. Und ihre Schlange nennt sie Mosla und dann immer Mosla, Mosla, Mosla. Das geht den ganzen Film durch. Das geht den ganzen Film. Alter, da kriegst du die Motten. Also, dieser Film ist das zweitschlimmste nach Ape, dem koreanischen King Kong. Das ist so das zweite, das sind die beiden Filme, die kannst du wirklich nur alle 10 Jahre mal gucken.
Da kriegst du die Motten. Aber das ist so nervig, dieses Kind, dieses Gür möchtest du erwürgen. Und die Synchronisation, die deutsche, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Also würde man dieses Mädel rausschneiden und nur den Film, dann hätte man zwar einen Kurzfilm, aber dann hätte man einen vernünftigen Monsterfilm. Nee, geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Geht überhaupt nicht, der Film. Also ist trotzdem in meinem Archiv natürlich klar, aber den kann man wirklich nur alle 10 Jahre gucken. Der Serpent, es ist hammerhart. Von 1988. Interessant war auch noch bei diesem Film, der ist so billig gemacht, da tauchen dann nachher Soldaten auf, die haben dann so Camouflage-Uniform und tragen rote Baretts. Und das Abzeichen, das die da tragen, das sind so 2 Schwingen. Da denkst du jetzt hier so eine Elite-Spezialeinheit. Ihr müsst mal Bildstopp machen. Das ist das Emblem von Harley Davidson. Ja? Da tragen sie am Barett nicht irgendwie von der Sondereinheit irgendwelche Abzeichen. Nö, von Harley Davidson. Es ist der Hammer. Der Film ist ein Trasher vor dem Herrn und nach dem Herrn auch noch. Ja, ich habe mit Trash dann im Anschluss natürlich gleich weitergemacht und habe mir einen koreanischen Monsterfilm angeguckt, Godzillas Todespranke. Wir alle wissen, Godzilla kommt in dem Film gar nicht vor, aber ein Godzilla-ähnliches Ungeheuer, das mit dem Namen Youngery, und kommt nach einem Erdbeben aus einer Erdspalte, verwüstet halb Korea, Südkorea zumindest, und Ende ist auch bekannt, es passiert immer das, was allen Monster widerfährt, sie sterben, wenn sie nicht große Helden sind. Ja, nettes Monsterfilmchen mit seinen Längen, aber auch lange nicht gesehen. Ich glaube, das letzte Mal habe ich ihn irgendwann mal auf Video gesehen. Ja, Godzillas Todespranke, der eigentlich kein Godzilla-Film ist, sondern ein koreanischer Monsterfilm. Im Original heißt er Youngery, Monster from the Deep. Ich habe mal 2 Super-8-Fassungen davon gehabt. Einmal die von Marketing, das war so eine 120-Meter-Fassung. Und dann gab es von Interpaté noch eine, die unter dem Original, also die Marketing-Fassung, diese 17 Minuten, die liefen tatsächlich unter Godzillas Todespranke. Dort hatte man auch die Kopie auch von dem Film genommen, deutscher Vorspann und mit Balken. Und bei der Interpartie-Fassung war das alles ein viel zu helles Bild, Vollbildformat. Aber da waren Szenen drin, die in der anderen Fassung fehlten. Und wäre das dasselbe Format gewesen, hätte man das zusammenschneiden können und dann hätte man ein paar Meter mehr rausgehabt. Aber naja. Ja, beides, wie gesagt, habe ich heute nicht mehr. Und wobei, Todespranke, habe ich die noch? Kann sein, dass ich Godzillas Todespranke noch auf Super 8 habe. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das kann durchaus möglich sein. Ja, der nächste Film. Dazu muss ich sagen, mit Terror Serpent hatte ich den ersten Filmmarathon an dem Wochenende angefangen. Der sich dann natürlich fortsetzte. Der nächste Film, den ich gesehen habe, war Der Leichendieb von 1945 mit Boris Karloff in der Hauptrolle. Und das ist ein Film, so ein richtiger Filmklassiker. Richtig toll gemacht. Und ich hatte den mir gerade kürzlich abgegradet auf Blu-ray. Ich hatte noch so eine DVD-Ausgabe, die war so aus so einer Arthouse-Kollektion, irgendwie sowas. Und ich habe mir jetzt nochmal die Blu-ray zugelegt. Und schöner Film, den man auch immer wieder sehen kann. Ich mag ja diese alten Horrorfilme so von früher, diese aus den 40er, 50er Jahren. Das ist schon geil. Die sind schon cool, die Filme, muss man ganz ehrlich sagen. Und Der Leichendieb hat auch so eine schöne, düstere Atmosphäre. Ich finde ihn gut. Also viele sagen, nicht so mein Ding. Ja, ich finde ihn schon ganz gut. Ebenfalls fand ich sehr gut den Film Monstermann verbreitet Schrecken. Dass der Film jetzt in Deutschland zu haben ist, hat mich natürlich riesig gefreut. Weil der Film natürlich, den kannte ich nur auf Super 8. Das war so eine gut 5-minütige Stummfilmfassung. Und der ist ja nie in Deutschland im Kino gelaufen, der ist ja nur in den USA gelaufen. I Made Monster hieß der Film, glaube ich, im Original. Und er hatte den deutschen Titel Monstermann verbreitet Schrecken auf Super 8. Und ich fand das so toll, dass sie diesen Titel für den dann jetzt mittlerweile deutsch synchronisierten kompletten Film genommen haben. Fand ich klasse. Das ist ein Film von 1941, super Film. Es geht um einen Schausteller, einen Artisten, der über Jahrmärkte geht und so Glühbirnen leuchten lässt und sowas. Der sitzt in einem Bus, es passiert ein Unfall und bei diesem Unfall kommen alle anderen ums Leben und er hat so eine Elektrizität, die er in sich hat, also das ist ganz, ganz toll, und da versucht ein Wissenschaftler zu forschen, der wiederum aber auch einen Assistenten hat, einen anderen Wissenschaftler, mit dem er gemeinsam Experimente und sowas macht, und der hat dunkle Absichten und eigene Zwecke und verwendet dann quasi diesen Menschen als Waffe. Das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Ist ein Film, der auch sehr nachdenklich stimmt. Aber ein schöner Gruselfilm.
Kann ich nur sehr empfehlen. Monstermann verbreitet Schrecken. Danach habe ich mit Frankenstein weitergemacht. Frankenstein trifft den Wolfsmenschen. Ein Film, der bei uns auch nie in den deutschen Kinos gelaufen ist. Aber ein schöner Filmklassiker aus der Zeit. Hervorragend. Hat mir ausgesprochen gut gefallen. Diesmal spielt aber das Frankenstein-Monster nicht Boris Karloff, sondern es wird von Bela Lugosi, den wir ja als Dracula-Darsteller hauptsächlich kennen. Der spielt jetzt Frankenstein in diesem Film. Und der Werwolf wird natürlich von Lon Chaney Jr. gespielt, also wie wir den ja auch kennen, diesen alten Werwolf-Film, der dann immer diesen Menschen spielt. Also das ist ganz, ganz toller Film. Hat mir sehr gut gefallen, kannte ich nicht, hatte ich damals in der Frankenstein-Box erworben und ich bin froh, dass ich ihn habe, weil mir gefallen diese alten Universal-Grusel-Monster-Filme. Ja, dann habe ich mich in die 80er Jahre begeben, habe mal einen Film geguckt, den ich auch lange nicht gesehen hatte, mit Jeff Goldblum in der Hauptrolle. Die Rede ist von Die Fliege. Dieser Film von David Cronenberg, ich muss dazu der Handlung nicht viel erzählen, Stichwort Transformation, von einem Ort zum anderen. Problem war nur, in seinem Behältnis war eine Fliege drin und er verwandelt sich dann mehr in so ein fliegenartiges, genetisch verändertes Monster. Ja, ein Film, den ich auch lange, lange nicht gesehen hatte. Ich war froh, den endlich mal wieder gucken zu können und war auch dann froh, ihn gesehen zu haben. Ist schon ein, ja, der Film hat immer noch seine Wirkung, finde ich, selbst heute noch. Also der stinkt in nichts ab, muss man ganz ehrlich sagen. Mir persönlich hat er relativ gut gefallen. Den zweiten Teil kenne ich nicht, ist auch momentan nicht zu bekommen, aber der erste Teil gefiel mir schon mal ganz gut. Bei Filmen von Cronenberg bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, manche Sachen sind nicht so unbedingt mein Ding, aber Die Fliege hat mir sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ja, dann habe ich mal wieder was Neueres geguckt, Percy Jackson, Diebe im Olymp. Also ich fand diesen Film Popcorn-Kino, ich fand ihn nicht schlecht, also er hat mich gut unterhalten und auch Popcorn-Kino-mäßig macht der Film Spaß, auf jeden Fall. Ja, Percy Jackson, Diebe im Olymp. Film einer neueren Bauart mit vielen bekannten Schauspielern, die natürlich auch da mitspielen, unter anderem auch Uma Thurman als Medusa. Ja, eigentlich nicht schlechter Film, aber wie gesagt, ist so Harry Potter, gehört so mit in die Harry Potter-Reihe rein. Also jetzt nicht natürlich vom Film, sondern so von denen, die auf dem Markt waren, Harry Potter-Filme, ja, die guckt man auch mal ganz gerne, guckt man gerne wieder rein, aber da in diese Filme gehört das irgendwo mit, in diese Filmreihe, so muss man sagen, gehört das damit rein. Ja. Dann habe ich mir einen Film angeguckt, Ein Offizier und Gentleman. Ich hatte dort einen Blu-ray-Upgrade gemacht, weil die DVD, die ich habe, natürlich schon eine mit der ersten DVDs war, die es gegeben hat. Die Liebesgeschichte zwischen einem Offizier und einer Fabrikarbeiterin. Ganz, ganz tolles Kino. Super. Ich habe nicht gedacht, dass der Film nach so vielen Jahren noch auf einen wirkt. Ich fand den Film am Ende richtig gut. Ich bin kein großer Richard Gere-Fan. Aber ich fand den Film am Ende doch relativ gelungen und ich fand ihn gut und bin froh, auch dieses Upgrade gemacht zu haben. Vielleicht ganz ehrlich, doch, ja. Ja, und dann wurde es Zeit für John Wick. Na, John Wick muss ich auch nichts erzählen. Ein Killer, der natürlich dann den Sohn eines Mafia-Bosses zur Strecke bringen will und letzten Endes auch macht. Der Russen-Mafia und ein Actionfilm. Ich mag Action, das ist schon sehr gut gemacht, sehr gut gemachter Film. Hat mir auf dem Anhieb schon gut gefallen. Also der erste Teil fand ich war richtig klasse. mit gut umgesetzter Story, gute Action-Szenen, viel geballert, viel geaction. Also es war fantastisch. Also John Wick, der erste Film, hat mir total gefallen. Dann habe ich mir angeschaut, einen Filmklassiker aus den 60er Jahren, nämlich Ende der 60er Jahre, mit Steve McQueen, Bullet. Bullet ist ein super geiler Film. Er hat die Aufgabe, eigentlich einen Zeugen zu beschützen, der vor Gericht oder beim Staatsanwalt aussagen will. Und dieser Zeuge wird allerdings dann umgebracht. Und dann geht die eigentliche Ermittlung erst los, wobei der Staatsanwalt, gespielt von Robert Vaughn, nur seine eigenen Interessen karrieretechnisch im Kopf hat. Und dann entwickelt sich der Fall nachher in eine ganz andere Richtung. Das ist total super gemacht. Bullet ist mittlerweile ein Filmklassiker. Die Autoverfolgungsjagd, die man dort sieht in dem Film,
Ja, da habe ich schon bessere Verfolgungsjagden und Action-Szenen gesehen, auch in Filmen aus den 60ern. Aber ist natürlich trotzdem spannend, total super gemacht und immer wieder sehenswert. Gar keine Frage. Bullet ist ein toller, toller Action-Thriller und auch Krimi. Ja, danach habe ich mir dann einen Kultfilm angeguckt aus meiner Jugendzeit, Convoy, mit Kris Kristofferson und Ally McGraw. Dieser Film ist total klasse. Er ist immer noch, funzt heute auch noch. Ich sitze begeisternd davor und freue mich, diesen Film dann zu schauen. Dieses Truckerleben, das natürlich da ein bisschen romantisiert wird, weil so toll ist das Truckerleben nicht, wie wir wissen. Aber es ist ja ein Film. Er unterhält, er bietet Action. Und Ernest Borgnine als Sheriff, ach, wie hieß er noch? Dirty Lyle, so haben sie ihn ja genannt. Grandiose Besetzung, hat mir super gut gefallen. Toll. Also Convoy ist immer noch selbst aus meiner Jugendzeit. Es gibt ja so Filme aus meiner Jugendzeit, wo irgendwann mal auch die Begeisterung weg ist, weil du natürlich auch andere Sehgewohnheiten hast. Aber ich muss fairerweise sagen, in diesem Fall war es so, dass der Film immer noch seine Faszination hat und immer noch ein Begeister. Also mich begeistert der Film jedenfalls auf jeden Fall. Ja, Convoy. Super, super Film. Ja, dann Kapitän Nemo war wieder mal angesagt. Diesmal der Film Die geheimnisvolle Insel aus dem Jahre 1961, wo der Kapitän Nemo von Herbert Lom gespielt wird und wo ja, sie auf eine Insel kommen, wo dann, also es geht, spielt, also der Film beginnt während des amerikanischen Bürgerkrieges und mehrere Unionssoldaten befinden sich in einem Gefängnis der Konföderierten. Ihnen gelingt die Flucht mittels eines Wetterballons bzw. eines Beobachtungsballons und landen schließlich auf einer Insel, wo dann plötzlich riesige Krebse auftauchen, riesige Vögel auftauchen, alles ganz merkwürdig und überleben da auch letzten Endes. Ja, das ist ein Film, da hat auch Ray Harryhausen die Tricktechniken gemacht, das war total super, aber ich muss auch der Fairness halber sagen, so wie andere Filme von Harryhausen, also die mit seinen Spezialeffekten sind, hat mich der Film von der Handlung her nicht großartig abgeholt. Da gibt es andere Filme, die da wesentlich besser sind. Deswegen, ja, gesehen zu haben, schön im Regal zu haben, mal gelegentlich bei Kaffee Kuchen gucken. Aber für mich war der Film bei mir jetzt eigentlich eher so nicht, muss ich sagen. Ja. Danach gab es dann wieder einen Charlton Heston-Film. Ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich kein Charlton Heston-Fan. Das hat aber was mit seiner Person zu tun. Er selbst ist ein großartiger Schauspieler gewesen. Trotzdem mag ich nur wenige seiner Filme. Dazu gehört unter anderem Der Omega-Mann. Der Omega-Mann ist ja das Original des Remakes mit Will Smith, I'm Legend. Das ist ja, Der Omega-Mann ist das Original quasi. Und ich fand den Film Der Omega-Mann recht gelungen. Ich fand ihn sogar auch noch ein Stück weit besser als den Film mit Will Smith. Ich weiß nicht, woran das jetzt so im Einzelnen liegt, ob das so die Zeit ist oder die Dramaturgie, die dieser Film innehat. Auch hier natürlich wieder der Hinweis, dass natürlich Filme dieser Art von damals natürlich nicht die Spezialeffekte aufbieten können, die seinerzeit, die wir heute haben. Und trotzdem hat der Film aber für mich, ja, hat mir sehr gut gefallen und ist auch wichtig für meine Sammlung, muss ich dazu sagen. Ja, Der Omega-Mann mit Charlton Heston, ein schöner, schöner Film. Im Übrigen muss man noch mal auf eins hinweisen: Wir haben ja momentan so eine Debatte, ich hatte das ja schon mal angedeutet. Stichwort Winnetou, Stichwort Pipi Langstrumpf. Es gibt ja zum Beispiel auch gerade jetzt so ja, das zum Beispiel jetzt auch Color of People, wie man die Farbigen heute nennt, ja, zu wenig in den Filmen vorkommen. Ich hatte ja gesagt, bei Jurassic World, ein neues Zeitalter, das wirkte so aufgesetzt. Die Leute sollten sich mal Filme der 70er Jahre angucken. Da tauchen so viele farbige Menschen auf in den Filmen mit ganz normalen, typischen Rollen, ohne dass sie irgendwie die Demütigen spielen oder irgendwas. Super gemacht. Aber das sind eben halt die Leute von heute, die keine Filme aus den 70ern gesehen haben. Ja, gibt es in vielen Filmen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, danach gab es dann den zweiten Teil von John Wick, also John Wick Kapitel 2. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich der schlechteste John Wick-Film. Es ist immer dasselbe. Also es durchzieht den ganzen Film nur noch Action. Das, was noch so Handlungsaufbau im ersten Teil war, oder wo doch eine Handlung war, so im ersten Teil, das ist hier völlig weg. Das ist vollkommen weg. Und der ist nur noch Action. Also und auch immer dieselbe Kampftechnik, ne? Auf den Boden schmeißen, Beine weg, wegziehen, wieder aufstehen, kämpfen. Also das war irgendwie nur noch langweilig, naja.
Der zweite Teil von John Wick, der hat mir gar nicht gut gefallen. Ja, mögen andere anders sehen, bei mir ist es aber halt so. Ja, dann gab es für mich eine Erstsichtung, einen Film aus dem Jahre 2006, den ich mir angeguckt habe, Silent Hill. Den habe ich mir angeguckt. Ich war auch überrascht, die Polizistin, das war ja eine von aus der Reihe The Walking Dead, die da die Polizistin gespielt hat. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen. Die Story als solches hat mir relativ gut gefallen, weil es ein Dorf ist, das eigentlich gar nicht mehr existiert, durch so ein Grubenunglück. Aber ich fand den Film nachher auch ein bisschen zu abgedreht. Auch dieser Typ mit dem dreieckigen Kopf da, also mit diesem Helm, den er da auf hatte. Das ist zum Beispiel so eine Art von Film, ja, die ich nicht so. Das ging schon in die Richtung Hellraiser. Das ging so in die Richtung Hellraiser. Ist nicht unbedingt mein Ding. Hat mir auch nicht sonderlich gut gefallen, muss ich dazu sagen. Aber ja, ihn gesehen zu haben, ist okay, aber das war's dann auch. Ja, dann habe ich mir angeguckt einen Piratenfilm. Gibt es auch ab und zu, dass man so einige Filme sich anguckt, einen Piratenfilm, nämlich Freibeuter der Meere mit Terence Hill und Bud Spencer. Eigentlich ist es ja mehr ein Terence Hill-Film, denn Bud Spencer kommt in diesem Film ja eigentlich so gut, ja, am Rande vor, muss man sagen. Also die Präsenz von Bud Spencer in dem Film ist weitaus geringer als die von Terence Hill. Schöner Pirat, schönes Piratenabenteuer, das ich immer wieder gerne sehe. Leider haben die hier wieder natürlich wieder Kacke gebaut bei der Blu-ray, weil die haben, ich habe mir extra die Blu-ray geholt, ich habe gedacht, ja, jetzt hast du mal den Film in der super Bildqualität, hatte ich auch. Probleme dabei war, man hat die Originalfassung genommen, wie sie alle italienischen Originalfassungen jetzt plötzlich auf den Markt kommen, aber man hat nicht separat auf einer Blu-ray so viel Platz, Leute. Da hätte man einmal die deutsche Kinofassung und einmal die italienische Langfassung machen können. Sie haben die italienische Langfassung gemacht und in den Stellen, die natürlich nicht im Deutsch vorhanden waren, wieder auf Untertitel. Italiano und dann Untertitel. Naja. Dann habe ich mir einen Kultklassiker angeguckt, French Connection. Der lief bei uns im Kino unter dem Titel Brennpunkt Brooklyn. Heute heißt er immer noch French Connection Bindestrich Brennpunkt Brooklyn. Früher war es umgekehrt. Actionfilm mit Gene Hackman, Polizeifilm, Kriminalfilm, total super Klassiker. Leider hat man die Heimkino-Veröffentlichung hier völlig für den Arsch gemacht. Sowohl DVD als Blu-ray. Ich habe mir die DVD angeguckt, weil bei der DVD stimmt die Tongeschwindigkeit. Die stimmt bei der Blu-ray nicht. Da sind sie wieder langsam und dumpf, weil sie die Tonspur der Geschwindigkeit nicht angepasst haben. Und Fehler in beiden Filmen drin. Die Amerikaner nehmen ja, also Walk Fox hat das ja damals rausgebracht, 20th Century Fox, die Amerikaner nehmen ja immer die amerikanische Filmkopie, setzen nur noch die Tonspuren drunter, gegebenenfalls Untertitel und dann raus auf den Markt. Die amerikanische Filmkopie, die Amerikaner haben zum Beispiel bei diesem Film die Szenen, die in Frankreich spielen, sind in der Originalfassung in Französisch zu hören. Der Amerikaner versteht kein Französisch, also hast du Untertitel in englischer Sprache drin. Diese Untertitel müssen übersetzt werden, während die englischen Untertitel unten stehen, nicht ausblendbar, und die deutschen Untertitel oben stehen, nicht ausblendbar, ist in der deutschen Kinofassung alles synchronisiert worden. Das heißt, du hörst die deutsche Synchro und siehst unten englische Untertitel und oben deutsche Untertitel. Und beides nicht ausblendbar. Und wenn du dir dann noch die Blu-ray anguckst, ja, langsam und dumpf. Bei dem zweiten Teil kann ich schon vorab sagen, French Connection 2, da haben sie alles richtig gemacht. Warum sie es hier bei dem Film nicht gemacht haben, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, dann habe ich mir angeguckt einen Film aus den 70er Jahren, und zwar Der letzte Dinosaurier. Das war eine amerikanisch-japanische Koproduktion. Es geht darum, dass ein Millionär, oh, wie war das jetzt? Hoffentlich verwechsel ich das jetzt nicht, mit einem anderen Film. Nee, die kommen nicht auf eine Insel, sondern die tauchen irgendwo hin. Irgendwie war da was mit so einem komischen Schiff und dann landen sie da. Ich habe die Handlung schon wieder vergessen, halbwegs. Also, auf jeden Fall kommen sie dann da so, wo auch ein Dinosaurier lebt und einige prähistorische Tiere, so eine Art Caprona. Caprona, das vergessene Land, hat ja 1974 wahnsinnig viel ausgelöst, was diese Saurierfilme anging.
Giganten der Vorzeit und der sechste Kontinent, Caprona 2 und was es da so alles gab. Und der letzte Dinosaurier gehört auch in diese Schiene mit rein. Und sowas von lächerlich. Aber naja, gut, okay, ist ein Trash-Movie. Ja, der letzte Dinosaurier kann man einmal gesehen haben, muss man nicht auf Dauer haben. Also kein Film zum Empfehlen unbedingt. Also für Trash-Fans ja, definitiv. Dann habe ich mir einen Film angesehen, den ich noch gar nicht kannte. Die Erstsichtung, ein Film aus dem Jahre 1973. Und der hat mir, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, 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 sehr gut gefallen. War für mich auch eine Erstsichtung, wie gesagt. Der Film Harley Davidson 344. Es geht in diesem Film um einen Streifenpolizisten, einen Motorradstreifenpolizisten, der unbedingt Kriminalbeamter werden will. In einem Fall wird jemand tot aufgefunden. Und der dortige Kriminalist, und alle sagen, es ist ein Selbstmord, er sagt, es ist aber ein Mord. Und weil er Recht behält, nimmt ihn dann der Kripo-Beamte mit unter seine Fittiche. Und er geht dann auf Ermittlungstour für diesen Fall. Und das Interessante an diesem dieser Sache ist, dass er dann auch in der Sache auch entsprechend ermittelt. Das ist ein bisschen verknüpft nachher noch mit gesellschaftskritischen Themen und mit sozial, mit auch so zwischenmenschlichen Dramen, die sich da abspielen. Ein sehr gut gemachter Film. Für mich war es eine Erstsichtung. Ich fand ihn total klasse. Und Harley Davidson 344 ist ein wirklich super Film. Er ist nachher wieder Streifenpolizist. Der Fall ist abgeschlossen und er geht wieder auf Streifendienst. Und was sich daraus noch nebenbei alles so ergibt, das muss man gesehen haben. Das ist ein Film, der gehört für mich in die Reihe der späten 60er, frühen 70er Jahre des amerikanischen Kinos, die wirklich da Filme rausgebracht haben, die einfach nur wow sind. Also ich fand Harley Davidson 344 wirklich einen absolut gelungenen Film und kann ihn auch nur jedem empfehlen, der den Film mal sehen möchte. Beschafft euch den. Das macht wirklich Laune, sich den Film anzugucken. Wirklich. Also wirklich so ein richtig schöner, typischer amerikanischer Freiheitsfilm, würde ich mal auch so in diese Richtung bezeichnen. So ähnlich wie Easy Rider, so in der Richtung. Nur eben auf Polizei gezogen. Ne? Ja, dann habe ich mir angeguckt John Wick 3. John Wick 3 war wiederum ein bisschen besser gestaltet als der zweite Teil. Aber natürlich auch alles mit Action und hau nicht rein und hast du nicht gesehen. Ja, zu dem Film muss man nicht viel sagen. Jetzt kommt ja der vierte Teil jetzt irgendwann in die Kinos. Ist ja wohl schon geplant. Und den werde ich mir natürlich auch angucken. Werde ich mal gucken, wie der dann ist. Aber ich fand die Idee natürlich auch sehr gut, dass er sich natürlich dann hier auch, dass das weitere Schritte nimmt, dass er nachher der Gejagte ist. Von allen wird er gejagt. Also bin mal gespannt, was da noch kommt. Ja. Dann habe ich einen Horrorfilm gesehen. Ein Horrorfilm aus dem Jahre 2005. Ich muss dazugeben, sagte ich vorhin ja schon mal, Filme neueren Datums sind immer für mich so kritisch. Bei diesem Film war ich angenehm überrascht, obwohl Paris Hilton da mitspielte. Und da war ich natürlich zunächst noch gar nicht von begeistert. Aber ich habe mir den Film angeguckt und ich war überrascht, wie gut der Film ist. Die Rede ist von House of Wax. Ich kannte ja nun etliche Filme schon mit Wachsfiguren, Kabinett, der Turm des Schreins, nee, Quatsch, die Mühle der versteinerten Frauen und sowas. Und hatte jetzt gedacht eigentlich so, dass, wird was in diese Richtung sein. War es prinzipiell auch. War aber so überraschend gut gemacht. Also ich habe damit so nicht gerechnet, dass ich gesagt habe, wow, mal ein richtig guter Horrorfilm. Also richtig klasse gemacht. Echt super. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir sehr gut, sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ich kann ihn auch jedem empfehlen. Ist ein wirklich gut gemachter, handwerklich solide gemachter Horrorfilm. Ja, ganz selten, dass ich mal sowas darüber an Worte verliere, aber tatsächlich, so ist das. Also ein wirklich schöner Film, ein wirklich Horrorfilm. Ja, dann habe ich mir wieder einen Film mit Charlton Heston angeguckt. Der war in diesem Monat ziemlich häufig dran, wie ich dann festgestellt habe. Diesmal den Film Das Jahr 2022, die überleben wollen. Und wir haben das Jahr 2022, aber wir sind immer noch da. Der Film, das ist das Schöne an diesen alten Science-Fiction-Filmen, dass die eben halt in die Zukunft blicken und eine Dystopie schaffen. Wir haben das Problem, Klimawandel wird dort behandelt, also nichts wächst mehr, nichts, also Lebensmittel sind knapp. Es gibt nur noch Solent Green und Solent Red. Solent Red ist für Fleisch und Solent Green ist für Gemüse. Und nahrhafte Bestandteile, das sind dann so Tabs, die du dir dann ein, so wie Cracker,
die du so futtern kannst. Die werden industriell von der Firma Soylent hergestellt, deswegen auch Soylent Green. So heißt auch der Originaltitel des Films. Und letzten Endes ist es nachher so, dass du, also wie gesagt, Nahrung, wirkliche Nahrungsmittel kannst du nur für, können sich nur noch die Reichen leisten, so wie hier auch Energie, Wohnung, das können sich nur noch die leisten, die wirklich Kohle haben. Wobei wir auch gerade jetzt so ein Thema haben, ne, so, naja, gut. In dem Fall ist es aber so, dass dann er hinter ein ziemlich grausames Geheimnis kommt, nämlich dass diese Tabs, die man essen, die man isst, dass die aus Menschenfleisch bestehen. Ja, aus Menschen. Und wie das dazu kommt und wie er dahinter kommt und warum das alles so ist, anschauen, der Film ist wirklich ein Knaller, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn man das auf die heutige Zeit überträgt, das ist das Schöne bei diesen alten Horrorfilmen. Wie ich schon sagte, du bist im Kino gewesen, hast den Film gesehen, da gab es keinen, der die Welt gerettet hat. Die Welt war nicht das Bessere aller Zeiten. Es ging richtig bergab und du bist mit nachdenklich aus dem Kino nach Hause gegangen. Die Filme haben nicht zum Nachdenken angeregt. Das tun die Filme heute nicht mehr. Heute Science-Fiction-Filme sind alle so, wir retten die Welt und am Ende wird alles wieder gut und alles ist wieder schön. Nee, ich fand also diese alten Filme, die wirklich noch so zum Nachdenken angeregt haben, was wir eigentlich mit diesem Planeten machen und so, das fand ich schon sehr, sehr gut. Ja, das Jahr 2022, die überleben wollen. Ja, dann habe ich mir einen Trash-Movie angeguckt, Der sechste Kontinent, der ja im Fahrwasser von Caprona auch von Kevin Connor gedreht worden ist, 1976, wo Peter Cushing und Doug McClure in einem Bohrer ins Erdinnere rauschen und dann auf eine ganz andere Welt stoßen und mit einer sexy Sklavin, die gespielt wird von Caroline Monroe. Ja, aus heutiger Sicht, ein netter Trash-Film kann man sich mal geben, aber doll ist das nicht. Also der Hype, der um diesen Film teilweise gemacht wird, ist für mich nicht nachvollziehbar. Als Trash-Movie eine richtige Gurke, gar keine Frage, aber mehr auch nicht. Ja, dann habe ich einen Film gesehen, auch eine Erstsichtung, war eine Empfehlung eines Filmfreundes, einen Animationsfilm, Mary und Max. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will von dem Film inhaltstechnisch nichts verraten, weil ich den Film wirklich jedem ans Herz legen möchte. Es ist ein Animationsfilm, der für Erwachsene zugeschnitten ist und erzählt die Geschichte zweier Brieffreunde, die sich nie kennenlernen. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Das müsst ihr euch wirklich angucken. Das ist ein australischer Film, ist das, glaube ich, ein Animationsfilm. Der ist total super. Und gehört für mich mittlerweile auch zu einem meiner Lieblingsfilme, weil ich mag solche Tragikgeschichten. Es ist wirklich klasse. Also Mary and Max. Ja. Ganz, ganz toller Animationsfilm. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ja. Ein bisschen traurig, nachdenklich und auch ein bisschen lustig. Von allem, was ist dabei. Aber es ist, wie gesagt, ein Film, Animationsfilm für Erwachsene zugeschnitten. Ja. Dann gab es Woody Allen. Ich hatte ja einmal schon gesehen, vorgestellt, hier mit Bananas, hatte ich ja beim letzten Mal gehabt. Diesmal, was sie schon immer über Sex wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten. Und Woody Allen treibt es natürlich wieder auf die Spitze, das ist natürlich klar. Da sind Themen bei wie Sodomie oder Spermien oder einfach angucken. Es ist so ein abgefahrener Film. Es ist ein Film aus dem Jahr 1972, aber der ist total cool, was sie schon immer über Sex wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen waren. Am Ende werden auch viele Klischees auf die Schippe genommen, wie auch das Thema Frankenstein oder Monster, wahnsinniger Wissenschaftler, wo dann nachher eine Riesentitte Woody Allen jagt und es ist einfach es macht einfach nur Spaß, sich diesen Film anzugucken. Ich mag die frühen Filme von Woody Allen, diese Satiren, Satiren, Klassik, also diese Komödien, diese anspruchsvollen intellektuellen Filme, die er später dann gemacht hat, die waren ja nicht so mein Ding und sind auch heute noch nicht so mein Ding. Aber diese ganzen frühen Satiren und Komödien, das ist einfach nur göttlich. Ja, wie gesagt, sehr empfehlenswert, was sie schon immer über Sex wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten. Dann habe ich einen Film gesehen aus den 80er Jahren, der war für mich in der Tat eine Erstsichtung. Ich kannte den Film bisher noch nicht. Ich habe immer mal Ausschnitte gesehen, wenn ich mal irgendwo zufälligerweise irgendwo reinplatzte, wo gerade der Fernseher lief. Die Rede ist von Die Glücksritter mit Eddie Murphy, Dan Aykroyd und Jamie Lee Curtis. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Film ausgesprochen gelungen
Und er hat mir sehr gut gefallen. Allein dieses Experiment arm-reich, gegensätzlich, fand ich schon ganz toll. Und natürlich auch dann nachher eine sexy Jamie Lee Curtis. Boah. Einfach nur klasse, die Frau. Einfach nur klasse, die Frau. Ja, sexy sowieso und auch spielt natürlich grandios. Und ja, wie gesagt, ein toller Film. Vor allen Dingen auch eben halt dieses, den Spieß nachher umzudrehen, fand ich auch sehr gut. Also wie gesagt, der hat also für mich auch neben der Komödie, die es ist, auch zugleich eine sozialkritische Komponente, passt. Es ist ein Film, der, ja, wo man nicht nur lacht, sondern wo man auch nachdenklich wird. Das ist ein schöner Film. Ja, danach habe ich mir den Film angeguckt, Jagd den Fuchs mit Peter Sellers. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, hat mir nicht so gefallen. Das kommt daher, dass ich Peter Sellers Filme nicht so gern schaue. Die sind mir ein Stück weit zu aufgesetzt. Das galt bei Casino Royale, war das der Fall. Das galt bei die ganzen Inspektor Clouseau-Filme, die er gemacht hatte. Einzige Ausnahme, die ich gelten lasse, ist Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Das war natürlich wieder ein etwas anderer Film. Das war auch mehr eine Satire. Aber Jagd den Fuchs, wo es darum geht, Goldbarren zu stehlen, also die von Kairo dann irgendwo anders hin nach Italien gebracht werden. Er gibt sich als Regisseur aus, spannt ein ganzes Dorf ein, weil sie das als Film aufbauen wollen, als Goldraub, was natürlich ein echter ist, aber die denken, alles ist gut gespielt. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ein Film, der mir nicht so unbedingt gut gefallen hat, weil, ja, dieser aufgesetzte Humor fand ich dann irgendwie so ein bisschen, ja, nicht so gut. Eine italienische Schauspielerin hat mir da sehr gut gefallen. Ich komme jetzt nicht auf ihren Namen, ich sagte ja schon mal Namen, Schall und Rauch. Die war so hübsch, so attraktiv. Oh, super, allein deshalb bleibt der Film schon in meiner Sammlung. Nee, die sah wirklich gut aus. Also eine wirklich hübsche Frau. Ja, da habe ich mir mal einen deutschen Film zu Gemüte geführt, nämlich einen Film über die DDR-Stasi, Das Leben der Anderen. Der Film mit Ulrich Mühe in der Hauptrolle ist ein Film, wie gesagt, eines Stasi-Mitarbeiters, der einen Autor überwachen lässt, oder nicht überwachen lässt, sondern der abgeordnet wird, ihn zu überwachen, und mehr das System der Staatssicherheit und der DDR auch hinterfragt. Ein sehr interessanter, ein sehr gelungener und auch intensiver Film, wie ich finde, und dem ich wirklich nur jedem empfehlen kann. Der Film hat nicht umsonst alle Preise gewonnen. Also muss ich sagen, deutscher Film, wo ich mal ganz ehrlich sagen muss, top, hat mir super gut gefallen. Muss man ganz ehrlich so sagen. Ja, und dann ging es weiter nach Hongkong. Hongkong, 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 Hongkong. Und zwar habe ich mir einen Horrorfilm aus dem Jahre 2004 angesehen. Dumplings, Delikate Versuchung. Das ist ein Horrorfilm, der subkutan daherkommt, der auf Effekte Hascherei nicht abzielt, sondern der wirklich subkutan daherkommt. Eine ehemalige Fernsehschauspielerin geht zu einer anderen Frau, die ein Gericht herstellt, wo man jung wird, jung bleibt, immer schöner wird. Ja, das hat allerdings natürlich ein grausiges Geheimnis, das ich hier nicht verraten will. Und den habe ich mir angesehen und den finde ich nach wie vor fantastisch. Also wer ihn noch nicht kennt, Dumplings, Delikate Versuchung, ist schon schön anzuschauen. Wer allerdings Blutgemetzel und sowas, für den ist es nichts. Das ist schon was, das ist eigentlich mal schon mal anspruchsvoller Horror mit einer sehr faszinierenden Bai Ling, einer Schauspielerin, die mir auch sehr gut gefällt. Also von daher sehenswert, optisch sowieso und von der Handlung her auch super gemacht. Also ich fand den Film sehr gelungen. Ja, muss man aber, wie gesagt, dann ein bisschen Intellekt mitbringen, weil das ist ein Film, der, ja, der ist ein bisschen anspruchsvoller als die anderen Horrorfilme. Dann habe ich mir natürlich einen Filmklassiker von Jean-Luc Godard angeguckt. Das war natürlich auch gerade so die Woche danach, wo er dann gestorben ist. Oder er ist in der Woche, glaube ich, gestorben, so war das. Jean-Luc Godard mit seinem Film Außer Atem. Mit Gene Seberg und Jean-Paul Belmondo. Eine Gangsterkomödie, wunderbar gemacht, in herrlichem Schwarz-Weiß gedreht. Ich bin ja auch ein Fan von Schwarz-Weiß-Filmen. Und der gilt natürlich als Filmklassiker, hat vielen Filmemachern auch natürlich als Vorlage gedient. Und ich musste dem Film eigentlich nicht sagen. Außer Atem ist ein fantastischer Film. Und ja, ich habe ihn mir dann angeguckt. Und er macht auch richtig Spaß, nach wie vor immer noch. Von 1960, ja, toller Film. Ja, im Anschluss ging es dann weiter mit Frühstück bei Tiffany. Ein Film mit Audrey Hepburn in der Hauptrolle. Auch sehr schön anzusehen.
auch so ein bisschen kritischer, ja, so ein gesellschaftskritischer Film. Wird heute teilweise auch wieder, denn ich habe da gleich wieder Stimmen gehört, die dann gesagt haben, Mickey Rooney spielt einen Nachbarn von Audrey Hepburn, einen Japaner, und ist dementsprechend auch auf Japanisch geschminkt. Und sind wir wieder bei Kulturaneignung, Blackfacing, bla bla bla, obwohl er kein Schwarzer ist, aber naja, ihr kennt das Gelaber, bla 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 bla. Trotzdem sehr schön, ich mag den Film und er ist auch sehr lustig gestaltet. Auch Mickey Rooney spielt hervorragend diesen Mr. Yoshi Otto oder wie er heißt, keine Ahnung, auf jeden Fall diesen Japaner sehr, sehr gut. Ja, schöner Film. Auch ein Klassiker ja mittlerweile, muss ich ja auch nicht so sagen. Ja, dann gab es wieder Charlton Heston, diesmal in dem Thriller 2 Minuten Warnung. Da geht es um einen Killer, der auf einem Stadion sitzt und Leute abballert, und das versucht George Cassavetes, der ist der Leiter der SWAT-Einheit, und Charlton Heston versuchen das zu verhindern. Ja. Ist für mich aber auch ein etwas sehr eigenwilliger Actionfilm, weil, wie soll ich sagen, der Film ist, er hat ein merkwürdiges Ende. Ich weiß es nicht zu beschreiben, das ging mir ungefähr so wie damals bei dem Clint Eastwood-Film, der Mann, der niemals aufgibt. Da war der Schluss auch ganz abrupt und komisch. Und das ist bei diesem Film 2 Minuten Warnung auch. Ja, dann habe ich mir einen Filmklassiker angeguckt mit Marlon Brando, Apokalypse Now, und zwar in dem Fall die Kinofassung. Ich habe den Film damals im Kino nur ein einziges Mal gesehen, irgendwann in den 80ern. Und ich war von dem Film sehr beeindruckt gewesen, habe ihn mir jetzt nach etlichen Jahren nochmal wieder angesehen, war mir nicht sicher, ob der Film immer noch so wirkt, und er wirkt immer noch. Also es ist ein wirklich klasse Film von Francis Ford Coppola, Apokalypse Now, absolut sehenswert. Also nach wie vor toller Antikriegsfilm, muss ich ganz ehrlich sagen. Toller, toller Film, und ja, da kann man gar nichts großartig an Worten verlieren. Das ist schon echt irre. Also Apokalypse Now ist auch ein Film, den ich jederzeit empfehlen würde. Der bleibt natürlich auch Bestandteil meiner Filmsammlung. Großartiges Kino. Ganz großartiges Kino. Ja, danach ging es dann etwas heiter weiter. Heiter weiter. Miss Marple war gefragt, dargestellt natürlich von Margaret Rutherford, in Vier Frauen und ein Mord mit Margaret Rutherford. Ja, Margaret Rutherford ist für mich die beste Miss Marple. Ich liebe diese Miss Marple-Filme, diese alten aus den 60ern, und das ist natürlich richtig toll. Der Film ist von 1964. Ich mag diese Filme, und bei diesen Filmen hat man das Gefühl, obwohl man die Handlung kennt, obwohl man die Filme 100-mal gesehen hat, sitzt man genauso spannend davor und freut sich dann auch, wenn der Film ja seinen Lauf nimmt. Ich finde, so geht's mir das. Das sind so Filme, die man immer, immer, immer wieder gerne sieht. Das ist wie mit Evergreens bei einer Musik, die du immer wieder hören kannst. Und so ist es aber auch bei Filmen. Es sind so Film-Evergreens, wenn man das so nennen will, die du immer wieder gucken kannst, die immer wieder Spaß machen, die zeitlos sind und wo du dich richtig auch in den Film hinein versinkst. So geht mir das mit solchen Filmen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum man solche Filme auch immer wieder häufiger guckt. Ja, dann habe ich mir als nächsten Film gegeben Grease 2, die Fortsetzung von Grease mit John Travolta und Olivia Newton-John. In diesem Fall war es natürlich dann Michelle Pfeiffer und ihr, ja, den Namen von Schauspielernamen von dem männlichen Part habe ich leider vergessen. Thema Schall und Rauch, Namen Schall und Rauch. Ja, war ein unterhaltbares Musical oder Musical-Komödie, habe auch gelacht, fand auch die Songs teilweise richtig gut. Aber der hat mich nicht so sehr in den Bann gezogen wie der erste Teil von Grease. Ja, den ersten Teil kann ich heute auch immer noch gerne gucken. Beim zweiten Teil, ja, schön, den mal wiedergesehen zu haben, aber naja, er kommt nicht an das Original ran, ist einfach so. Obwohl er auch ein sehr guter Film ist zum Gucken. Ja klar, warum nicht? Ne? Ist ein schöner Film. Warum auch nicht? Kann man immer wieder gerne gucken. Immer wieder gerne. Ja, dann ein Kultklassiker mit Sylvester Stallone. Es ist der einzige Film aus der Reihe, der mir wirklich, wirklich gut gefällt. Und es ist nicht der einzige, den ich aus der Reihe habe. Denn ich habe auch noch den letzten Teil und den vorletzten Teil, die habe ich auch noch. Aber ich habe den vorletzten habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen. In diesem Fall den ersten Film Rambo, First Blood, wie er im Original heißt. Ist für mich der beste aller Rambo-Filme. Da kommt nichts ran. Warum ist er das? Weil Handlung, Action gut abgestimmt sind miteinander und weil der Film auch einen sozialkritischen Hintergrund hat. Das finde ich immer sehr gut, wenn Filme auch ein Thema beleuchten. Wie gesagt, dieser rassistische Polizist,
dargespielt von Brian Denis. Muss ich ganz ehrlich sagen, und auch dieser Colonel Troutman, der da gespielt wird, von Richard Crenna, das ist von der schauspielerischen Leistung her super gemacht, auch regietechnisch gut gemacht, ist gut umgesetzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich begeistert von diesem Rambo-Film. Deswegen ist es der einzige, den ich auch in meiner Sammlung, also beziehungsweise der, den ich super finde. Ich habe natürlich auch noch den letzten Teil von ihm, John Rambo, heißt er, glaube ich. Ja, John Rambo. Und dann, oder Rambo Last Blood, Entschuldigung, Quatsch, ja genau. John Rambo Last Blood oder Rambo Last Blood. Und John Rambo habe ich auch. Den habe ich aber noch nicht gesehen. Da habe ich mir nämlich irgendwann mal die ungeschnittene Fassung zugelegt, weil ich wollte, wenn will ich einen Film uncut sehen. Und ich bin aber noch nicht dazu gekommen, den zu gucken. Also das kommt auch noch. Aber wie gesagt, trotzdem auch Rambo Last Blood, den ich gesehen habe. Nette Unterhaltung, aber wirklich nicht mein Ding. Der erste Teil, der ist für mich der entscheidende. Und da kommt keine anderen Filme an. Die anderen Filme, Rambo 2, Rambo 3, die habe ich gar nicht im Archiv. Kenne ich, habe ich damals auch gesehen, aber habe ich nicht im Archiv. Ja. Ja, Endspurt. Dann kamen wir zu einem Film, dann habe ich mir gedacht, oh, naja, guckst du mal einen James-Bond-Film an. Und dann habe ich mir angeguckt, ein Quantum Trost. Da muss ich ganz ehrlich sagen, der hat mir überhaupt nicht gefallen, der Bond-Film. Nicht, dass ich Daniel Craig nicht mögen würde. Ich mag den schon sehr gut, mag den schon sehr gern. Auch als Bond-Darsteller gefällt er mir. Hat zwar ein bisschen gedauert, bis ich ihn so angenommen habe für mich. Für mich ist er der schlechteste aller Bond-Darsteller, Timothy Dalton, das hatte ich ja schon mal gesagt. Aber dieser Film mit Quaid war ein, ja, also ich kann mit dem Film nichts anfangen. Der ist mir irgendwie ein bisschen suspekt. Das ist nicht James Bond, wie ich ihn kenne und mag. Und nee. Mir fehlt bei den neueren Bond-Filmen, das habe ich neulich schon mal gesagt, zu jemandem, diese Übertriebenheit. Die alten Filme haben so mit der Übertreibung gespielt. Und da gab es dann jede Menge Gadgets, jede Menge Frauen. Ja, er war auch ein bisschen, das Machohafte war da, er war der Superheld, es gab einen bösen Schurken, es gab exzentrische Bösewichte, die ihm das Leben schwer gemacht haben. Und all das findet in den neuen Bond-Filmen nicht mehr statt. Das hat damit zu tun, dass sie erstens realistischer wirken, weil bei den Bond-Filmen, die wir vorher kannten, mit Connery, mit Moore, mit Brosnan, Lazenby, das waren so Filme, so die ja, die haben mit Übertreibungen gearbeitet. Die haben irgendwie so, du bist reingegangen in den Film und dann hast du Unterhaltung gehabt. Heute versuchen Filmemacher immer dem Zuschauer was zu erklären. Und das ist so ätzend. Man versucht ständig einem die ganze Handlung zu erklären. Ich will in einen Film reingehen, ich will in die Handlung eintauchen und meinen Spaß haben und nicht irgendwas dauernd erklärt bekommen, was nach seiner Ansicht, also der des Regisseurs, wichtig wäre. Ich finde das jedes Mal daneben, vollkommen daneben. Also ein Quantum Trost war für mich, ist für mich eine der Daniel Craig-Filme, mit denen ich nichts anfangen kann, echt nicht. Und der kommt unmittelbar natürlich vor dem ganz schlechtesten, das ist auch der letzte Film gewesen, Keine Zeit zu sterben, der war dann wirklich die absolute Grütze, aber gut. Ja, dann habe ich wieder einen James Bond Film geguckt und nämlich genau einen mit Roger Moore, der auch die ganzen Übertreibungen natürlich inne hatte, Moonraker, streng geheim. Das ist so das beste Beispiel. Hier ist wirklich viel übertrieben. Man eine Raumstation, alles was möglich ist, mit dem Space Shuttle fließt du da rein und dann hast du dann plötzlich eine Weltstation, wo du die Erde dann vernichten willst und all so ein Gedöns. Also auch wieder so ein wahnsinniger Wissenschaftler, völlig übertrieben. Und natürlich, dass es im Weltraum spielte, war natürlich dem Umstand zu schulden. Ein Jahr zuvor kam Krieg der Sterne in die Kinos, der das Science-Fiction-Kino komplett revolutionierte. Und klar, dass natürlich auch Moonraker bzw. das Bond mitziehen musste. Bond musste ja der Superheld sein. Und das war, wie ich schon sagte, er war der Superheld, er hatte einen Superschurken zu bekämpfen, der hatte jede Menge exzentrische Bösewichte und Killer an seiner Seite, wie hier zum Beispiel den Japaner da oder den Beißer. Und du konntest eintauchen, jede Menge Gadgets, Frauen, toll, also es war alles ein bisschen so Fantasie ein bisschen mit. Und das hat James Bond für mich eigentlich ausgemacht. Bis man angefangen hat, das alles auf realistisch zu trimmen und damit natürlich auch war der Gag weg dann letzten Endes. Ja, Moonraker brauche ich auch nicht zu sagen. Großartiger James-Bond-Film und der, den habe ich mir angeguckt.
Ja, und der letzte Film, den ich im Monat September gesehen habe, war ein Bruce Lee-Film, und zwar mit dem echten Bruce Lee, der Mann mit der Todeskralle. Dieser Film, der eine amerikanische Hongkong-Produktion ist, eine der ersten, ist ein Film, der mir total gut gefallen hat. Der Mann mit der Todeskralle, da gibt es auch eine Parodie in dem Film Kentucky Fried Movies für eine Art von Hirn. Wer das kennt, weiß, was ich meine. Und Bruce Lee spielt hier natürlich perfekt. Ich war in den Jugendjahren großer Bruce Lee-Fan gewesen in den 70ern und Poster hingen, Bravo-Poster hingen an der Wand und ich war, ja, Bruce Lee, und so. Und ich habe natürlich alle seine Filme, habe ich natürlich auch auf Blu-ray. Und ja, es macht einfach Spaß, also Bruce Lee anzugucken. Der war mit der Todeskralle auch mit einer idealen Besetzung. Mit John Saxon spielte damit, dann David Hill war das, glaube ich, noch. Und ach, jetzt kommen wir nicht auf den anderen Namen. Ja, Namen, Schall und Rauch. Sind wir wieder bei. Der Mann mit der Todeskralle, wie gesagt, toller Kung-Fu- und Karate-Film. Heute sagt man Eastern. Früher haben wir Kung-Fu- und Karate-Filme gesagt. Ja, total klasse. Ich mag den Film. Wie gesagt, wie auch dann Han nachher zum Zweikampf im Spiegelkabinett herausfordert. Wie er die Organisation da zerstören will, die nur diese Wettkämpfe, die da stattfinden, zu denen Bruce Lee eingeladen wird, dienen ja nur als Deckmantel für Heroinhandel und Prostitution. Ja, total super geiler Film, Der Mann mit der Todeskralle. Davon habe ich mal, ich habe von Bruce Lee alle Super 8 Versionen mal gehabt, alle weggegeben, leider. Heute im Nachgang sage ich, schade. Aber gut, andererseits guckt ja kaum noch einer. Ja, großartiges Kino und war auch der letzte Film, den ich dann im September geschaut habe. Ja, ihr Lieben, das war schon wieder mit dem cineastischen Monatsrückblick. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War für mich diesmal sehr, sehr viele Filme. Nächsten Monat wird das mit Sicherheit nicht so viel werden, obwohl ich weiß, es gibt zwei Filmmarathons nächsten Monat wieder. Einer genau jetzt, morgen, am 1. Oktober. Da ist das erste Wochenende, was ich in Beschlag nehme. Also am Samstag, 1., Sonntag, 2. und Montag, den 3. Oktober. Da nehme ich das in Beschlag. Und da ist es aber ein Themen aufgebaute Marathon, ist ein themenaufgebauter Marathon, also an jedem einzelnen Tag ein Thema. Ja, und zum Ende des Monats dann natürlich Halloween. Da gibt es natürlich noch Horrorfilme satt. Da werde ich mir natürlich dann mal sehr tief in die Horrorfilmkiste greifen. Mein DVD-Archiv hat nicht so viele Horrorfilme, dafür ist mein Blu-ray-Archiv voll. Picke, packe, voll. Kommt auch nochmal, wenn ihr das seht, wenn meine Blu-rays dran sind im Archiv, da werdet ihr sehen, also das DVD-Archiv ist verhältnismäßig klein zu dem Blu-ray-Horrorfilm-Archiv. Ja, ihr Lieben, das war's schon wieder. Ich sag dann mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.